über 1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freunde, das ist die Rückfahrt von der Ostsee am schönen Ruhrgebiet vorbei. Lärmschutzwände, wie es sie nirgendwo schöner gibt, bis an den Niederrhein. Heute Abend ist Dienstag. Das ist die Ausgabe für Mittwoch von Herz, Seele, Ball. Und um es gleich zu sagen, heute ist Champions League. Ja, heute Abend spielen die Bayern gegen Pilsen, was sich sehr nach Bier anhört. Und auf der anderen Seite gibt es das wunderbare Spiel Porto gegen Leverkusen. Das interessiert mich aus vielerlei Gründen ganz besonders. Also bei Bayern kriegt Gnabry wieder seine Chance, weil es fehlen ja auch wieder einige. Müller mit dem, wie er selbst gesagt hat, Corona-Hattrick. Keinerlei Symptome, aber infiziert, deshalb nicht dabei. Bin mal gespannt, ob Gnabry irgendwann nochmal den Weg zurückfindet in die Formspur. Ich hoffe mal für ihn. Dieser neue Vertrag hat ihn, glaube ich, ein bisschen kirre gemacht. Ja, aber Leverkusen, das war ja mein Thema, ist es auch schon seit einigen Tagen. Gerardo Seoane, Erfolgstrainer in der Schweiz, im ersten Jahr in Deutschland mit Leverkusen auch, mega erfolgreich. Und jetzt hat er diese zwei Spiele Kreditlinie noch bekommen, das heißt gegen Porto und gegen Schalke. Nach Möglichkeit sollte er vielleicht gegen Porto einen Punkt holen und gegen Schalke gewinnen, was mir persönlich natürlich wehtun würde. Aber so sind die Regeln. Das sollte man auch erwarten, eigentlich, dass Leverkusen gegen Schalke gewinnt. Wenn nicht am Samstag, dann können sie auch in Porto gewonnen haben und sie werden Stress haben. Und Rainer Kallmund hat sich zu Wort gemeldet mit den üblichen klugen Sätzen, die da lauten: Fußballtrainer ist kein Beamtenjob auf Lebenszeit. Und wenn er in den nächsten zwei Spielen nicht liefert, dann kriegt er die Briefmarke auf den A. Punkt, 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 Punkt. So ist er, der Kalli, immer Klartext, immer populistisch. Ich bin jetzt auch mal populistisch. Zwischendurch gibt es eine kleine Quizfrage. Achtung, hier im Strandkorb. Bin interessiert, ob das überhaupt einer weiß. Wer ist der Herr, den ich hier interviewe? Er ist ein Politiker. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber für mich einer der Größten gewesen. Kleine Hilfe, er war mal Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Antworten bitte wie immer hier bei uns in die Textzeile. Und ich bin gespannt, ob ihn einer erkannt hat. Lebt in Lübeck, deutlich über 80, großartiger Typ. Und die Betonung liegt auf Typ. Der sagt nämlich, uns fehlen in der Politik Typen, Menschen, die gearbeitet haben, die normal gearbeitet haben und die nicht durch die Universitäten gelaufen sind. Ich glaube, er hat recht. Rot-Weiß Essen hat auch verloren. Irgendwie fällt mir gerade ein, weil wir gerade hier so in der Gegend um Essen herumfahren. Das ist auch tragisch irgendwie. Dann haben die mal einen kleinen Aufschwung und dann gibt es wieder Niederlagen. Aber ich hatte so den Eindruck, am Wochenende alle Vereine im Ruhrgebiet haben verloren. Und das ist nicht schön. So, also bei der Fahrt durchs Ruhrgebiet. Heute habe ich ein Dortmunder Kind getroffen im Hotel beim Frühstück im Dortmund-Trikot. Und habe ihn dann ganz freundlich gefragt und auch 3-2 verloren. Er hat gelächelt, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, am liebsten hätte er die Rühreier über meinen Kopf geschüttet. Muss man mit klarkommen. So, das war nochmal eine Kurzausgabe von Herz, Seele, Ball aus dem fahrenden Auto. Wir hören und sehen uns wieder erstaunlicherweise morgen nach den Champions League Spielen und dann bin ich gespannt, wie es mit Leverkusen weitergeht und mit Herrn Seoane. Wie gesagt, ein bisschen mein Lieblingsthema. Wollt ihr mal sehen, wie schön die Sonne untergeht im Ruhrgebiet? Bah, wir sind das Ruhrgebiet. Das ist die Droge, die uns süchtig macht. Tschüss, bis morgen. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.